Erste Runde DFB-Pokal, eine allseits beliebte Veranstaltung bei den Wettfreunden. Die Möglichkeit für die kleinen Clubs, eigene Gesetze zu schreiben, indem sie die großkopferten Bundesligisten ärgern und vielleicht sogar in der ersten Runde gleich rausschmeißen. Wir schauen uns an. Viel Spaß dabei. Ja, da sind wir wieder und in der Tat gleich mit einer Lieblingsdisziplin. Ja, in den letzten Jahren hat man doch immer ein ganz gutes Händchen, haben zumindest die ein oder andere Sensation in Runde 1 vorausgeahnt. Insofern macht ihr alles richtig, wenn ihr zuschaut. Und wir sind die Wettfreunde. Großartig, dass ihr dabei seid. Und ich begrüße den Jan. Hallo Olli, ja, das ist wirklich eine olympische Disziplin. Da könnten wir antreten, wirklich ja, bei dieser Veranstaltung. Genau, Deppen rauskegeln, Deppen raten in Runde 1, ja, und... Ja, dann soll man uns vielleicht beim Wort nehmen, wenn wir gleich uns mal ein prominentes Freitagsspiel anschauen. Ja, der deutsche Rekordmeister und Pokalsieger, wohlgemerkt, der FC Bayern, startet ja sehr früh in die Saison in diesem Fall. Ja, eben am Freitag hat ja beim Supercup auch frei, sonst waren sie immer erst später dran mit Pokal. Diesmal müssen sie bei den Ulmer Spatzen ran, ja, die ja immerhin sich jetzt zweitklassig zurückmelden. Insofern durchaus eine ernstzunehmende Hürde, oder? Ja, Freitagabend 20:45, Flutlicht in Ulm, da strahlt es doch auch vom Münster, haben jetzt aber 0:1 gegen Jan Regensburg, da in der zweiten Liga doch erstmal ein bisschen Lehrgeld zahlen müssen. Und ja, da gilt es eigentlich wie bei allen Vereinen, dass die Bundesligisten vielleicht noch nicht so ganz drin sind, was die Wettkampffähigkeit angeht und dass man da es schaffen kann, einen größeren Verein vielleicht auf dem falschen Fuß zu erwischen. Das ist den Bayern in der letzten abgelaufenen Pokalsaison ja wirklich passiert, damals bei Saarbrücken, und ja, jetzt ist Ulm sogar noch Höherklassiger, also geht denn da etwas für die Ulmer? Ja, es war ja nicht nur Saarbrücken, ja, sondern in den letzten Jahren hat sich doch gezeigt, dass eben Bayern nicht nur in der Bundesliga zunehmend zu kämpfen hatte, um sich da ja, als alleiniger Strademann an der Spitze zu sonnen, sondern eben auch im Pokal. In den letzten 4 Jahren sind sie ja nie übers Viertelfinale hinausgekommen, ja, schon ein bisschen ehrenrührig, ja, und vor allem 3-mal das Aus in Runde 2. Insofern sollten sie in Ulm eigentlich noch sicher sein, ja, aber ja, durchaus prinzipiell machbare Mannschaften, an denen sie da gescheitert waren. Eben Saarbrücken, du sagtest es, Kiel war auch noch dabei und Gladbach, ja, dafür aber gleich richtig übel vermöbelt worden damals. Ja, wer erinnert sich nicht daran, ja, aber ja, Ulm eben Lehrgeld gezahlt, jetzt eben nicht nur in Regensburg, sondern eben vor allen Dingen auch zum Auftakt gegen Kaiserslautern, ja, als sie ja schon geführt hatten und dann, ja, durch, ja, doch auch, ja, Mangel an Erfahrung, qualitative Defizite, sich dann noch die Butter haben vom Brot nehmen lassen, am Ende 2:1 verloren. Ist natürlich schon ein kapitaler Fehlstart in eine sehr enge zweite Liga. Ja, das zeigt schon, dass die Spatzen da wahrscheinlich Probleme bekommen werden. Und die Wettanbieter ahnen natürlich auch jetzt im Pokal Probleme voraus. Wenn man sich die Aufstiegsquoten anschaut, für die Bayern eine 1,02, für Ulm eine 12, ja. Rechnet man das oder bricht das auf die 90 Minuten runter, gibt es für einen glatten Sieg der Ulmer eine 23, für einen Unentschieden immerhin noch eine 13. Ja, und für den Pflichtsieg der Bayern eine 1,06, die aber durchaus auch gegen deutlich unterklassige Mannschaften sich schwer tun können. Ja, Vincent Kompanys Debüt gleich in Düren mit einem beschämenden 1:1, ja, und das auch erst relativ spät gerettet. Ja, gut, das war jetzt noch nicht die Gala-Uniform und auch nicht die Gala-Aufstellung. Danach 2-mal sich gegen Tottenham knapp durchgesetzt. Das ist immer ein besseres Signal. Und ja, auch wenn wir damit anfangen bei unserer Deppenrunde, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass Bayern da jetzt. Also bei aller Liebe, ja, was denkst du? Ja, das ist natürlich ein kleiner Moraldämpfer für die Ulmer, dass sie da jetzt den Zweitliga-Auftakt so ein bisschen vergeigt haben. Und naja, moralisch wird wahrscheinlich Harry Kane den Platz dort alleine umflügen, weil er endlich mal einen Titel gewinnen will. Und der DFB-Pokal ist immer noch die einfachste Möglichkeit, das zu tun. Man muss ja nur 6 Spiele gewinnen und schon kann man den Pott in die Höhe recken. Und das wird Harry Kane versuchen, sich nicht nehmen zu lassen, damit er endlich mal einen Titel gewinnen kann. Aber vielleicht ist das auch ein großer Fluch, den die Bayern sich da letzte Saison eingekauft haben. Wir wissen es nicht. Nein, Spaß beiseite. Ich gehe hier davon aus, dass Bayern München 4:0 in Ulm gewinnen wird. Also wollen wir doch mal den Münster in der Kleinstadt, Großstadt. Ja, ich gehe ja auch auf einen deutlichen Auswärtssieg. Im Moment lassen da die Angebote der Wettanbieter noch zu wünschen übrig. Ja, wirklich sehr sparsame Wettangebote. Ich denke mal, oder gehe doch fest davon aus, dass da noch einiges kommt. Ja, Handicap -2, -3 kann ich mir ja auch sehr gut vorstellen. Wäre auch meine Wahl. Ja, und gucken wir mal, was ja, die Bayern ja zuletzt mit Problemen im DFB-Pokal speziell auch, ja, aber ja, in die Breche gesprungen sind, so ein bisschen die Sachsen.
4 Finalteilnahmen in den letzten 5 Jahren, ja, mit einem Doppelsieg zwischendurch. Ja, im Vorjahr dann gab es zwar das Aus in Runde 2 in Wolfsburg, ja, aber jetzt ein neuer Anlauf, starten am Samstag bei Rot-Weiß Essen. Ja, das ist ja ein alter Traditionsverein aus der Bundesliga, inzwischen in der dritten Liga ansässig, haben jetzt 3-1 bei Hannover 2 gewonnen, immerhin. Ja, da war auch der kleine Bruder von Mario Götz hat da mitgespielt. Das Stadion wird pickepacke voll sein, gute Stimmung. Vielleicht schauen auch noch ein paar Dortmunder da vorbei. Ja, und bei Leipzig hängt es davon ab, wie die Saisonvorbereitung zu dem Zeitpunkt dann sein wird. Da würde ich prognostizieren, dass wenn man da Leipzig auf dem falschen Fuß erwischt, dann könnte Essen das 1-0 gewinnen. Ansonsten würde ich hier von so einem 2-1 für die Roten Bullen ausgehen. Ja, auf jeden Fall eine enge Kiste, die der Jan erwartet, und da schließe ich mich an. Ja, und da setzen wir uns auch ein gutes Stück schon von den Wettanbietern ab. Eine 15 gibt es hier nämlich für einen glatten Heimsieg von Essen. Unentschieden nach 90 Minuten immer noch eine 9. Ja, und die Quote für die Sachsen eine 1,13. Ja, wer auf die Sachsen tippt, kann das vielleicht ganz gut in einer Kombi-Wette veredeln. Ja, aber ja, meine Tendenz geht auch ein bisschen Richtung Essen. Einfach ja, weil es an der Hafenstraße dann doch eben durchaus mal zu Pokalüberraschungen kommen kann. Und auch wenn ja, die Essener gleich den Heimauftakt in die Saison verpatzt haben, ja, im heißen Derby gegen den Aufsteiger Aachen, hatten sie ja 1-2 verloren, sich zuletzt eben etwas rehabilitiert, sind sie doch so eine Art Heimmacht der dritten Liga, ja, und wären sie sicher auch höherklassig. Ja, das eigene Stadion ist da eben immer noch so eine Festung. Im letzten Jahr waren sie auf Rang 4 im Heimranking, ja, da wären sie durchaus schon ein noch heißerer Aufstiegskandidat gewesen. Ja, sie haben ja da generell eine ganz gute Rolle gespielt in der Saison. Mal schauen, wie es dieses Jahr wird. Ja, würde ich mich jetzt nicht so festlegen, dass es wirklich Richtung zweite Liga geht. Mal schauen. Ja, bei Leipzig, denen traue ich durchaus eine stabile Rolle zu in der Bundesliga. Ja, ja, aber im Pokal, da reicht eben mal ein schlechter Tag. Ja, und so ein Saisonauftakt kann eben auch mal mit Tücken behaftet sein. Ich würde hier auf jeden Fall die doppelte Chance 1x wählen. Ja, das heißt, Essen ist nach 90 Minuten zumindest noch nicht raus, wenn sie auch nicht weiter sind. Gäbe eine 5,7. Ja, und ja, wenn ich mich festlegen muss, und das möchte ich in diesem Fall, lege ich mich eben darauf fest, dass Essen die Leipziger durchaus rauskegeln könnte, und werde es mal probieren. Ja, das ist auf jeden Fall eine Partie mit hochquotiertem Überraschungspotenzial. Etwas niedriger quotiert wahrscheinlich in der folgenden Partie, wenn Alemannia Aachen auf Holstein Kiel trifft. Ja, schön, dass Aachen auch mal wieder etwas höherklassig dabei ist. Von der vierten jetzt neu in die dritte aufgestiegen. 1-1 gegen den FC Verl zuletzt. Dabei ja auch ein altbekannter Bundesligist. Ja, haben ja auch in der ersten Liga mal eine schöne Rolle gespielt. Wobei dann auch einige Spieler direkt zum FC Bayern transferiert wurden. Ja, und Holstein Kiel, der Bundesliga-Aufsteiger, natürlich auch gleich mit Ambitionen. Und sind wir doch sehr gespannt, was diese Partie da uns zu bieten hat. Aachen natürlich schon ein bisschen drin in der Saison, könnte auch eine knappe Kiste werden. Ja, ich meine, die Quoten sagen es voraus, ja, nachdem beide Mannschaften aufgestiegen sind, ist ja der Ligenabstand gleich geblieben. Ja, 2 Ligen liegen zwischen beiden Teams. Aber trotzdem, ja, könnten die Quoten einem normalen Spiel aus einer Spielklasse entstammen. Eine 4,3 gibt es für den Gastgeber für den Sieg nach 90 Minuten. Gewinnt Kiel, gibt es eine 1,75, unentschieden eine 3,9. Ja, und ja, du sagtest, ist Aachen ja relativ stabil gestartet, ja, hatten es erwähnt, den emotionalen Auftaktsieg in Essen, dann zuletzt eben das 1-1 gegen Verl. Das heißt, zu Hause ist es jetzt auch nicht völlig in die Hose gegangen, ja, die Rückkehr in Liga 3, in den professionellen Fußball, wie man so schön sagt, ja, obwohl am Tivoli ja zwischendurch auch sicherlich der ein oder andere Euro über den Tresen geflossen ist. Und ja, während Aachen sich aufmacht, wieder eine feste Größe im deutschen Fußball zu werden, ist Kiel, ja, der erste Bundesligist aus Schleswig-Holstein jemals, ja, aber mit schwierigen Startbedingungen, muss man doch sagen, ja, haben sich personell doch eher verschlechtert. Der Kapitän ist abgewandert, unter anderem, ja, nachgekommen sind ja eher unterklassige Spieler, ja, eigentlich keiner, der jetzt wirklich den Stallgeruch der Bundesliga hat, und das sah man ja jetzt auch in den Testspielen so ein bisschen, ja, hatten vor allen Dingen der Offensive riesige Probleme, 0-0 gegen Sonderjysk aus Dänemark, 0-1 Lautern, gegen Gladbach 0-1 verloren, gegen Mainz 0-2, da war es ja schon ein Fortschritt, dass sie gegen St. Etienne dann 2-3 verloren haben und mal getroffen haben. Ja, und Aufstiegsquote für Aachen 3,1, das ja, hat einen festen Platz auf meinem Tippschein. Ja, ja, ist durchaus so zu trauen, aber ich würde hier doch denken, am Ende machen es die Störche mit 2-1, gebe dann auch eine schöne Quote. Ja, aber nochmal einschränkend dazu vermerken, Kiel nicht die Pokalmannschaft. Ja, in den letzten 3 Jahren sind sie nie über die zweite Runde hinausgekommen, wenn überhaupt. Aber immerhin die Bayern mal rausgekickt. Ja, das stimmt, das war davor noch, ja, aber letzte Saison
am 1. FC Magdeburg gescheitert. Naja. Ja, kann mal passieren. Kann mal passieren. Rostock gegen Hertha, ein ehemaliger Zweitliga-Klassiker, jetzt auch in der ersten Pokalrunde. Sehr spannend, Rostock in die Drittliga abgestiegen, 0-1 gegen Wien Wiesbaden verloren. Da kannte man sich auch noch aus vom letzten Jahr. Ja, und die Hertha immerhin 1-1 beim HSV gespielt. Ist doch schon mal recht achtbar für die Kicker. Aber es ist ja ein sehr schönes Ostduell, geografisch gesehen, was uns da erwarten kann. Ja, ansonsten werden die Charlottenburger sicherlich angestrengt eine Augenbraue nach oben heben. Aber ja, es ist ein Ostduell, sagen wir es doch, wie es ist. Ja. Und ja, letztes Jahr eben noch dieser Zweitliga-Klassiker, mehr oder weniger. Ja, werden die Herthaner auch nicht gerne hören, aber ja, haben sich doch da so ein bisschen eingerichtet jetzt. Tja. 0-0 gab es in Rostock. Zu Hause hat es die Hertha dann deutlicher gemacht mit einem 4-0. Und ja, auch wenn es jetzt beim HSV das 1-1 spät gerettet haben, ist es natürlich schon wieder ein verpasster Saisonstart. Ja, gegen Paderborn, der Heimauftakt, dass sie den in den Sand gesetzt haben. Gut, die Ostwestfalen ein bisschen überm Regenbogen die ersten beiden Spieltage, jetzt ja sogar Tabellenführer. Ja, damit war nicht zu rechnen, aber ja, das erinnert doch ein bisschen an die letzte Saison, als sie als Absteiger diesen Umbruch hatten und ja erstmal mit 2 Niederlagen gestartet waren. Ja, es wurde dann etwas besser. Dieses Jahr erwartet man natürlich viel mehr von der alten Dame, weil der Kader durchaus aufstiegsverdächtig ist, nach meiner festen Überzeugung. Ja, letztes Jahr haben sie auf den Fehlstart reagiert mit einem wirklich atemberaubenden Auftritt in Jena. Ja, da hatten sie keinen Stein auf dem anderen gelassen und die richtig aus dem Stadion geschossen. Damals hatte ich die Thüringer ja sogar als Überraschungsmannschaft oder Überraschungskandidaten auf dem Zettel. Das hat sich nun wahrlich nicht bewahrheitet. Ja, und insofern sehe ich die Rostocker jetzt auch so ein bisschen mit Bedenken. Hm. Zumal ja eben nach dem Abstieg dann natürlich auch ein ganz großer Umbruch stattfindet oder stattgefunden hat. Ja, mit dem Trainer haben sie sich noch ganz gut gestellt, glaube ich, Hollerbach. Das kann ganz gut werden, aber ansonsten dauert es sicher eine gewisse Zeit, bis sie sich da zurechtfinden. Ja, Auftakt entsprechend auch ein 1-1 gegen Stuttgart 2, ein 0-1 in Wien. Das ist ja entspricht, glaube ich, ganz gut dem Leistungsvermögen im Moment. Insofern die Quoten für die Hertha sehr, sehr interessant. Für den Sieg nach 90 Minuten gibt es nämlich eine 1,95. Für den Sieg der Rostocker nur eine 3,7, unentschieden eine 3,6. Die Aufstiegsquote selbst für die Hertha immer noch spielbar, sogar mit einer 1,45. Ja, und ich gehe hier sogar auf einen sehr deutlichen Auswärtssieg. Ach ja, ja gut. Also Rostock hat ja auch schon Bundesliga gespielt, als Hertha noch zweitklassig war. Darf man ja auch nicht vergessen. Ich traue den Rostockern hier mal eine Überraschung zu. Ein knappes 1-0 und die Hertha möge sich doch bitte um die zweite Liga kümmern, weil wer braucht schon ein Heimspiel im Olympiastadion, wenn er den DFB-Pokal dort gewinnen kann? Naja gut, wäre auch mal eine schöne Geschichte. Aber wollen wir doch mal auch hier die Kirchen doch. Aufstiegsquote für Hansa auf jeden Fall eine 2,7. Ja, aus meiner Sicht zu knapp bemessen für den Überraschungsfaktor, aber ja, drücke ich dir mal aus alter Verbundenheit die Daumen, auch wenn ich es nicht glauben kann, dass es so kommt. Ja, Hertha ja trotzdem, du hast natürlich recht, nicht die Pokalmannschaft. Ja, letztes Jahr die Riesenchance vergeben, im Viertelfinale das Heimspiel gegen Kaiserslautern verloren, ja, gegen die auswärts schwächsten Pfälzer aller Zeiten gewissermaßen, die dann nur noch Saarbrücken aus dem Weg kegeln mussten, um dann eben ins Olympiastadion zurückzukehren. Ja, diese Chance wird für die Berliner nicht so schnell wiederkommen und du siehst sie ja sogar schon in Runde 1 straucheln. Ja, die Rostocker werden auch ihr Stadion anzünden, da wird schon ordentlich was los sein. Braunschweig gegen Frankfurt, unsere nächste Partie, ja, Braunschweig der Zweitliga-Loser, ja, schon wieder sieglos letzter, jetzt 1-3 sogar gegen den FC Magdeburg verloren, da sah man letzte Saison manchmal noch ein bisschen besser aus und ja, Eintracht Frankfurt, müssen wir gucken, wie weit sind die Frankfurter in ihren Saisonvorbereitungen, werden sie die erste Pokalrunde ernst nehmen, ich gehe sehr stark davon aus, Frankfurt ja auch eigentlich eine Pokalmannschaft, die öfter und gerne mal eine Runde weiterkommt. Genau, 22-23, also vor ja, einem Jahr, reichlich dann, sie hat noch im Finale gegen Leipzig, hat es dann nicht gereicht, aber immerhin, ja. Letztes Jahr war dann im Achtelfinale in Saarbrücken Schluss, hatten sich natürlich anders vorgestellt, ja, jetzt in Braunschweig eine schöne Quote, ja, es lohnt sich sogar der Sieg nach 90 Minuten mit einer 1,55, unentschieden 4,2, Sieg für den BTSV eine 5,6, ja, doppelte Chance, das heißt Braunschweig verliert nicht in der regulären Spielzeit, 2,4, auch eine schöne Quote, ja. Liegt ja nur eine Spielklasse zwischen beiden Mannschaften, aber Braunschweig wirklich so grottig gestartet in die neue Saison. Du erwähntest das 1-3 zu Hause gegen Magdeburg, davor das 1-5 auf Schalke. Ja, also ja, viel schlechter geht's ja eigentlich gar nicht. Ja, und auch wenn ich Niedersachsen mal zugute halten will, dass das vielleicht jetzt nicht exemplarisch ist für den weiteren Saisonverlauf, ist das natürlich keine optimale Voraussetzung, um sich jetzt doch mit den ambitionierten Adlerträgern auseinanderzusetzen, die sich bestimmt einiges vorgenommen haben. Ja.
auch wenn sie tabellarisch die letzte Saison nicht so abgeschlossen haben, konnte ja mit den Leistungen niemand zufrieden sein. Ja, und jetzt haben sie sich aus meiner Sicht tendenziell eher nochmal verstärkt. Ja, gut, da gehen die Meinungen vielleicht auch auseinander, ja, aber ein Kader, der aus meiner Sicht eine Top-4-Platzierung in der Bundesliga begründen könnte. Und die Tests waren auch erstmal ganz ordentlich. Generalprobe dann knapp verpatzt gegen Valencia mit 2-3. Ja, aber deswegen kann es trotzdem gegen Braunschweig reichen. Und nachdem Braunschweig hier mehrfach abgeschossen wurde, ist es hier eben sehr lukrativ aus meiner Sicht auf einen Handicap-Sieg minus 2 zu tippen. Gehe ich komplett mit. Ich sage 3-0 machen die Hessen das. Ja, genau. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja, den Löwen kann man zugutehalten, dass sie zumindest bisher immer ein Ehrentor erzielt haben. Ja, vielleicht gelingt ihnen das auch, aber in diesem Fall würde ich den Frankfurtern dann auch noch einen vierten Treffer zugestehen. Ja, dann hätten sie sich in der Mitte der bisherigen Niederlagen der Löwen eingependelt. Ja, mal schauen. Guck mal ganz zum Schluss noch auf ein Spiel, was etwas später stattfindet, dem Supercup geschuldet. Ja, die Stuttgarter haben ja nun Bestes vor an diesem Wochenende und messen sich mit dem deutschen Meister. Dann, anderthalb Wochen Verzögerung, dann geht's nach Münster. Ja, ein weiterer Zweitliga-Aufsteiger, der jetzt sich da die Hörner abstößt, hat dann ja schon drei Partien dort absolviert. Ja, das heißt, die Saison hat dann schon richtig begonnen für die Preußen und trotzdem natürlich, in diesem Fall nicht mit den optimalen Siegchancen ausgestattet. Eine 9 gibt es für den Erfolg nach 90 Minuten. Unentschiedene 5,5 macht Stuttgart. In der regulären Spielzeit gibt es eine 1,3. Aufstiegsquote für Münster eine 5,6. Ist das interessant? Nein, ist nicht interessant. Also ja, im Preußen-Münster meinen Punkt geholt in G0-0 gegen Hannover. Und ja, die einzige Chance wäre halt, dass Stuttgart den Kaderumbruch da noch nicht ganz so richtig gut hingekriegt hat. Aber Dennis Undaff fest verpflichtet. Gut, der war ja letzte Saison auch schon da. Aber das sollte doch für Preußen Münster eigentlich reichen. Also ich traue den Münsteranern hier ein Tor zu. 3-1 für Stuttgart, aber am Ende. Ja, in die Richtung würde ich auch tendieren. Münster ja durchaus problembehaftet auch in die zweite Liga gestartet. Das 1-3 in Fürth kann passieren. Ne? Ist aber jetzt eben auch kein Nachweis der unschlagbaren Attitüde eines Liga-Neulings. Danach 0-0 gegen Hannover sicherlich in Ordnung. Ja, aber Stuttgart trotz aller Verluste, denke ich mal, dass da doch so ein Fundament geblieben ist, ja, vor allem dank des Trainers, von dem ich wirklich große Stücke halte. Der hat aus Scheiße Gold gemacht, kann man doch sagen, ja, bei allem Respekt vor den Spielern, die ja vorher auch schon kicken konnten, aber ja, Potenzial einfach nicht abrufen konnten offensichtlich, ja, und dann hat er doch an den richtigen Stellschrauben gedreht und das wird eben, glaube ich, wieder gelingen, vielleicht natürlich jetzt nicht mit der Vizemeisterschaft belohnt. Aber den Stuttgartern kann man zugutehalten, dass sie schon davor ja doch als patente Pokalmannschaft aufgetreten waren. 23 waren sie ins Halbfinale gekommen, letztes Jahr immerhin bis ins Viertelfinale, da sehr unglücklich an Leverkusen gescheitert. Ja, das heißt, da wäre auch durchaus noch mehr drin gewesen. Und auch wenn die Saison jetzt sich schwierig anlassen könnte für die Schwaben, ja, schwieriger als die letzte, denke ich, dass das mit Münster nicht das ganz große Problem sein sollte. Kantasie glaube ich trotzdem nicht. Ich glaube, beide treffen. Stuttgart wird gewinnen, aber eher knapp. Ja, denke ich auch. Am Ende kann es für Stuttgart ins Viertelfinale gehen und dann schauen wir mal, wie an anderer Stelle immer gerne gesagt wurde. Wen kegelt ihr raus? Was ist eure große Überraschung? Sagt uns da gerne Bescheid. Und welche Partie müssen wir uns unbedingt anschauen, die wir jetzt nicht auf dem Zettel hatten? Sind wir auch gespannt drauf. Ja, das war unser kurzer wilder Ritt. Das waren ja 6 Partien, ja, mit doch einigen prominenten Opfern, die wir hier gefunden haben. Und haben natürlich fest im Hinterkopf, dass da noch einiges wartet an Sensationspotenzialen. Ja. Gibt ja so einige Kandidaten, die mit Vorliebe früh ausscheiden. Ja. Ich denke an Bremen. Ich glaube, seit 2010 sind sie, glaube ich, 7 oder 8 Mal an unterklassigen Vereinen gescheitert. Ja. Das heißt, eine Erfolgsquote von 50%. Mal schauen, ob es dieses Jahr wieder so ist. Und ja, wir freuen uns sehr auf Hinweise, was wir nicht verpassen dürfen. Du sagtest es. Ich möchte euch auch auf was hinweisen, was ihr nicht verpassen dürft. Noch in dieser Woche geht unsere große Bundesliga-Vorschau an den Start. Ja, und gehen wir doch sehr viel wohlwollender mit einigen Mannschaften um, denen wir jetzt das frühe Ausscheiden prophezeien. Also lasst es euch nicht entgehen, schaltet rein und dann sehen wir uns dann ganz regulär zum Bundesliga-Start in der kommenden Woche wieder. Ja. Konzentrieren wir uns auch aufs Tagesgeschäft, wie viele Bundesligisten dann auch wieder.